Wir spielen heute Lohengrin. Das deutsches Land heißt, deine Kampfesscharen, dann schmäht wohl niemand mehr das deutsche Reich. Das Volk unisono. Wohlauf, mit Gott, für deutschen Reiches Ehr. Auftritt Lohengrin, gezogen von einem wunderschönen Schwan. Singen einen Love Song. Knüpft der strahlende Ritter eine Bedingung an seine bedingungslose Liebe. Und Lohengrin, dessen Namen Elsa immer noch nicht weiß, singt mit ernster Stimme. Sie verspricht hoch und heilig, ihn nie zu fragen, wenn er nur bleibt. Okay, let's go! Oh, dein Pathos wirft den Geschmack über den Haufen, du Tyrann! Oh! Der Schiedsrichter beordert Wagner in die rechte Ecke und versucht ihn nun mit Gewalt von seinem Werk abzutrennen. Also nur wenn sich Wagner von seinem Werk abtrennt, darf er weiterkämpfen? Genau, die eine und einzige Regel lautet klare Abtrennung. Nimm die Opern auf die Bühne, die antisemitischen Aufsätze in die Ausstellung nebenan und Wagner auf den Sockel. Und das Volk bricht in Jubel aus! Hey. Können wir eventuell das Sieg auf die eine Folie packen? Und dann das Heil erst auf die nächste? Ja. Naja, ich war vor einiger Zeit bei so einem Retreat in Bayreuth. Und da habe ich gelernt, dass man die Kunst wohl vom Künstler trennen kann. Und nachdem es mir ja in meiner zugeschriebenen Rolle schon länger nicht so gut geht, du weißt ja, meine Therapeutin meinte mal zu Tode stereotypisiert, naja, da dachte ich, ich probiere es einfach mal. Und dann habe ich mich vom Wagner abgetrennt. Why? Noch wie sein Name und Art. What the fuck, Elsa? Nein, das klingt wirklich überhaupt nicht gut. Ja, das klingt nach Gaslighting. Es klingt nach Gaslighting. Das klingt nach Machtgefälle, mega toxisch. Nein! Ja, voll. Weiß nicht, was das heißt. Aber ich glaube, du hast recht. Ich sollte mal mit ihm reden. Say my name, say my name. If no one is around you, say baby I love you. If you ain't running game, say my name. You're acting kinda shady, ain't calling me baby. Better say my name. Verstehst du, was hier gerade passiert? Wir hatten das angefangen. Wie erzählen wir die Geschichten derer, die aus Angst schweigen? Dürfen wir
das nicht real ist? Dann hat sich da so ein Riss aufgetan, irgendwo zwischen Akt 2 und Finale Akt 3. Entstanden dadurch, dass Elsa die verbotene Frage einen Akt zu früh gestellt hat. Und nicht tot umgefallen ist. Elsa kann nicht schlafen. Dabei war doch alles gut. Sie ist zusammen mit Ortrud auf die Feier und ist sie alleine ins Bett. In der Nacht, die eigentlich ihre Hochzeitsnacht werden sollte. Sie legt ihren Kopf auf ihr Kissen. Durch das Kissen hindurch hört sie ein Herz pochen. Wie denkt man am Lücken? Indem man an das denkt, was davor war und das, was danach kommt. Und an das links und rechts davon. Es muss immer beides sein, immer ein und. Denn sonst verschwindet die Lücke und wir vergessen, dass sie jemals da war. Schloss Neuschwanstein liegt in Schutt und Asche. Elsa steht davor und beobachtet, wie sich langsam die letzten Staubwolken auf den Boden legen. One question and the walls begin to crack. The ugly truth dripping out like tears. How much longer can they keep their eyes closed? It's always been there, she told them so for years. Nehme Anlauf und springe in einem Satz über den Orchestergraben.